Der Schnabelschuh, Geschichtsfenster, die schnelle Quelle. Ich wurde bei meinen Schnabelschuhen schon einmal gefragt, ob die nicht furchtbar unpraktisch seien. Und ungelogen, die Frau, die mich gefragt hat, hatte so hohe Absätze an. Natürlich, sie sind unpraktisch und das soll jeder sehen. Man zeigt damit, dass man nicht körperlich arbeitet. Diese Spitzen konnten durchaus lang werden, wie hier zum Beispiel. Aber die Vorstellung, dass man die Spitzen nach oben gebogen an die Knien festgebunden hätten, das ist eine Legende. Dafür gibt es gar keine Nachweise, auch keine Bildquellen. Die meisten Schnabelschuhe waren eher kurz, wie hier dieses frühe Exemplar aus dem 14. Jahrhundert. Aber natürlich war die Länge ein Statussymbol. Je länger, desto höher stehen. Ursprünglich hatten diese Spitzen auch einen praktischen Nutzen. Es waren Reitschuhe oder Reitstiefel und die Spitze sollte verhindern, dass man aus dem Steigbügel rutscht oder einfach hereinkommt. Und dementsprechend hatten auch Rüstungen diese Schnäbel. Da kommt das ursprünglich sogar her. Und wem diese Spitze immer noch nicht reicht, der konnte sogar noch längere Schnäbel einfach anstecken. Der Schnabelschuh war jedenfalls das modische Statussymbol seiner Zeit, bis er Ende des 15. Jahrhunderts dann abgelöst wird durch den Kuhmaulschuh, der breiter und nicht mehr spitz ist und letztlich eine neue Modetorheit war.